Es ist echt unfassbar. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, wie lange jetzt die letzte Folge ging. Und wenn ich jetzt nichts rausschneide, sind das ja gute 40 Minuten. Schön. Ich freue mich da gerade echt einen Keks. Es ist unfassbar. Na gut, wie gesagt, ich gehe hier ein bisschen langsamer voran. Hatte ich ja in der letzten Folge ja schon gesagt. Und es sei mir einfach bitte verziehen. Wenn nicht, dann müsst ihr jetzt halt abschalten. Oder sonst irgendwas machen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was haben wir? Hä? Da lacht doch gerade irgendwas. Ach, guck mal. Sehr schön. Schön. Ganz viel. Ich bin achtfacher Multimillionär und drehe gerade Däumchen in meiner großen 6-Zimmer-Apartments-Villa. Was? Nee, ja, keine Ahnung. Bist du bereit dafür, Soldat? Bitte was? Jetzt weiß ich nicht, ob. Kommen die Typs jetzt hier runter? Oder wie? Oder was? Oder Der wo? Typ ist doch bloß irgend so ein Bastard. Ich bin kein Bastard. Also wenn du mich noch einmal Bastard nennst, ne? Dann komme ich ja leicht zu dir rum. So, warte mal. Hier liegt jetzt nichts weiter. Okay. Ich muss übrigens jetzt in dieser Folge mal ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Weil das geht ja so nicht weiter. Ach du Scheiße. Oh Gott. Das kann hier oben jetzt gleich lustig werden. Na? Oh, das ist doch schön geflogen. Okay, also drei habe ich jetzt auf den Schirm gekriegt. Und wahrscheinlich der eine, der jetzt da noch ganz hinten ist, das wird wahrscheinlich wieder einer hier so ein Vollstrecker sein. So kenne ich mein Glück, also es ist ja meistens so. So. Das Problem ist jetzt nur, dass ich so jetzt überhaupt nicht weiterkomme. Jetzt muss ich mal hier auf die Kamera wechseln. Okay, darauf komme ich jetzt überhaupt nicht klar. So, okay, der eine ist noch hier ein bisschen weiter im hinteren Bereich. Oh ja, wachsam bleiben, Alter. Hier liegt ein Toter. Mutter ist Alkoholikerin. Oh, das ist natürlich scheiße. Ja, ganz toll. Aiden und Kegel, ja, habt ihr ganz toll gemacht. Ich bin begeistert. So, das Problem ist jetzt nur, der traut sich jetzt hier gar nicht mehr weg. Und ich glaube, das Problem wird jetzt sein, wenn ich jetzt hier hochklettere, wird er mir gleich hier an eine Karre pissen. Im übertragenen Sinne. Mach die Schnauze zu. Muss doch keiner wissen.
laut! Leute, es ist Mittagszeit. Na gut, jetzt gerade nicht, aber ist ja egal. Muss doch mal ein bisschen Ruhe hier einkehren lassen. Hi. Na? Okay, das war keiner von diesen Typsies, was ich jetzt eigentlich gedacht habe. Okay, man soll nicht denken, man soll nachdenken. Das habe ich auch schon mal gehört. Aber egal. Meine Art und Weise werde ich bei diesem Spiel nicht mehr ändern. Die werde ich beibehalten. Aber hast du was, kannst du, ey. So, hier ist eine Mikrowelle, die auf Zeit 0 steht. 0. Ich kann schon nie mehr richtig sprechen. Oh, hier liegt noch Geld. Na, das nehme ich mit. Wie eine ganz arme Sau mit 349.000. So, na wunderbar. Okay, entriegeln wir erstmal hier. Kein Ausweg. Na, das ist ja ganz toll. Das freut mich gerade ungemein. Irgendwie überhaupt nicht. Was haben wir denn hier? Oh! Oh! Jackpot! Ich werde das hier aufnehmen. Ach, scheiße. Was Sure. Ich muss einen Weg finden, ihm das zu zeigen. Dann mach das mal. So, ich will noch mal ganz kurz, bevor ich jetzt hier weitermache. Die von IREC, die haben wir jetzt alle komplett. Das ist schön, von Bedbug auch. Sehr schön. Das heißt, einer von Damien fehlt jetzt noch. Drei von Malcolm Deodato. Weiß gar nicht mehr, wo ich die gekriegt habe. Und hier drei von Blumeningenieure. Ach, und drei von Lucky Quinn fehlen auch noch. Ach du Scheiße. Das ist ja ganz toll. Na, das kann ja noch lustig werden. Wunderbar. Na gut, gehen wir erstmal weiter. Okay. Das hört sich an wie so ein Polizeifunk. Boah, aber hört sich auch auf der anderen Seite richtig eklig an. Boah. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz auf die Kamera. Erstmal gucken, ob hier irgendwas ist. Hier kriegt man irgendwie gar nichts vor der Linse. Das ist auch toll. Tolle Kameraeinstellung. Freue mich da gerade ungemein. Ach, haben wir jetzt schon den Serverraum erreicht? Ist eine Wand. Ja, schön. Okay. Fuck off. Ich glaube, das ist hier die Tür, oder? Alter. Das sieht ja ganz schön deftig aus hier. Ich werde mal ganz kurz hier gucken. Was war das gerade für ein Piepton? Das hat sich gerade so angehört, als wenn irgendwie eine Bombe aktiviert wurde. Oder so eine Annäherungs-USV. Hm.
habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Alter. Laden Sie alle Serverdaten herunter. Ob ich das hinkriege, ist eine andere Sache. Aber naja. Okay, hier ist also soweit erstmal nichts. So, ich hoffe mal, dass jetzt hier keiner so weit angreift. So, also starten wir mal. Okay, Clara, bin drin. Du solltest jetzt eigentlich alles empfangen. Ich weiß. Kommt einiges rein. T-Bone wird mit der Entschlüsselung anfangen, wenn wir alles haben. Das ist ein ziemlich großer Download. Das ist Directs Druckmittel. Für Erpressungen. Er sammelt das schon seit vielen Jahren. Gut, das war alles. Schnell zurück, Aiden. T-Bone startet jetzt die Entschlüsselung. Bin unterwegs. Verlassen Sie Rossi Freeman. Okay. Das war jetzt aber noch nicht alles. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich hier einfach so mir nichts, dir nichts rauslaufen? Das glaube ich aber eher weniger. Das glaube ich nicht. Na? Oh Mann, sieh dich an! Crispin! Nein, nein, warte. Pierce, stimmt's? Warst du das, Pierce? Die Auktion? Du lässt die Scheiße auf mich regnen? Weil hier regnet es echt eine Menge Scheiße. Bleib schön stehen. Damit kommst du mir nicht so einfach davon. Du hast mich ins Knie gefickt, in meinem Scheiß geschnüffelt und meine Pläne durchkreuzt. Das warst du? Der andere Hacker aus dem Melon. Ja, das da ist meine Währung. Mein Meisterstück. Mhm. Du kannst es mir wegnehmen. Du hast etwas sehr viel Wertvolleres von mir. Ich hab was von dir? Motherfucker, ich kenn dich nicht mal. Du kennst mich nicht? Naja. Ich wollte ja eigentlich rausgehen, aber jetzt geht das wohl doch nicht. Ich hab's aber irgendwie geahnt, dass das noch nicht alles war. Oh mein Gott. Okay, also hier runter. Du willst meine Familie ficken, hä? In mein Haus einbrechen? Mir einen Scheiß klauen, hä? Weißt du, wer ich bin? Weißt du's? Bist Kaiser Wilhelm II. Oder was? Ein Möchtegern König in einer winzigen Burg. Du liegst falsch! Und du bist Lucky Quinns Schoßhund. Fick dich! Fick dich! Ja, ja, ich kenn Typen wie dich, du Wichser! Selbstgerechte Weltverbesserer! Hab euch dutzendfach vom Schlachtfeld getragen! Mhm. Schön. Ah, deine Familie wird dich schon wiederbekommen. Vielleicht Stück für Stück, ha? Und wenn ich fertig bin, zerziehe die nächsten. Hast du graue Kinder? Brüder und Schwester? Du fängst meine, ich fäng deine. Fotze! Jetzt bleib mal geschmeidig, ey. Es wird niemand herkommen, um der traurigen Arsch zu rennen. Dein Scharfschütze ist raus! Die Bullen trauen sich nicht! Scheiße, hier draußen bin ich, Polizei! Du wirst allein sterben, Mann! Ja. Okay. Bring den Scheißkerl um! Ich freue mich. Ungemein. Okay, wir müssen nochmal hier auf die Waffe wechseln. Ja, der ist jetzt tot. Tut mir sehr leid, aber nicht weh. Fang nie Krieg mit einem Soldaten an. Ei, mein Captain. Du denkst, wir sind Freunde. Wir labern ein bisschen. Klar. Ich werde mir all deine Dateien nehmen. Die ganze harte Arbeit. Weg. Das Melo ist ein schickes Hotel. Ein Haufen reicher, weißer Ficker mit viel Geld.
Du weißt es von mir. Irgendwann wirst du es auch weitererzählen. Geheimnisse werden verraten. Eine Menge Leute sterben sogar für diese Geheimnisse. Gerne, Prost. Das ist der Fluch der Macht. Oh, wir machen hier keine Geschäfte. Du wolltest kämpfen, Pierce. Spielen wir es zu Ende. Klar. Scheiße, ich hab die falsche Waffe. Huch! Sorry, da war ich gerade ein bisschen aus dem Dings. Bam! Dachte, der erste gleich war Irek. Na ja, gut, okay. Schützte einen Haufen Erpressermaterial. Aber er wollte noch mehr. Er wollte das Video aus dem Mello. Er hat es nie gefunden. Die Viceroys werden sich neu formieren. Ein neuer Anführer wird kommen. Und Bedbug? Er hat die Chance auszusteigen. Hoffentlich ergreift er sie. Hoffentlich macht er es. Also ich würde es ihm gönnen. So, wir haben jetzt mal unsere Munition aufgefüllt. So. Haben wir die Mission jetzt geschafft, oder wie, oder was, oder wo? Yes! Boom, Baby! Fortschrittsbelohnung? Gleich mal gucken. Ach ja, wir haben jetzt das... Ja, wir haben das dritte... Kapitel, also den dritten Akt jetzt beendet. Jetzt warten noch 8 Missionen im vierten Akt und dann noch die letzte im fünften. Sehr schön. Gut. Okay, hier hatten wir jetzt, glaube ich, auch soweit alles abgehakt. Gut, die Song-Sneaks, da fehlen jetzt noch 5 Stück. Die werde ich aber auch noch irgendwie hoffentlich zusammensuchen, beziehungsweise zusammenfinden. Und... Ja, also soweit sieht das eigentlich sehr, sehr gut aus. Aber wisst ihr was, Leute? Ich werde jetzt für heute erstmal die Aufnahme beenden. Aber ich lasse jetzt nochmal hier kurz das Gelabere durchlaufen. Aber machst du denn auch Fortschritte? Ich weiß, was ich tue. Du musst mich nicht überwachen. Das glaube ich doch. Als Team waren wir immer stärker, das weißt du. Keine Schwäche, das zuzugeben. Mal ehrlich. Ohne mich... Hättest du die Daten nicht. Und du hast sie, oder? Ja, ich hab alles. Ich will Nikki. Mein Gott, es war richtig, dich zu involvieren. Siehst du, wir waren das. Jetzt bring sie mir. Direkt. Keinem anderen. Mhm. Naja, wieso kann ich in diese Autos nicht einsteigen? Ach, jetzt funktioniert's. Okay, alles gut. So. Ich verstehe nicht, warum jetzt automatisch immer das Radio angeschaltet wird. Ich hatte es eigentlich immer ausgehabt. Verstehe ich nicht so ganz, aber okay. Chicagos Polizei sucht weiterhin den Rächer Aiden Pierce. Ja, lasse suchen, ist mir gerade völlig wurscht. So, wo hatten wir denn jetzt hier noch so ein paar... Ach stimmt, hier oben waren ja auch noch 2 von den Gangverstecken, die ich auch noch abklappern wollte. Aber ich werde das jetzt erstmal so machen. Ich werde jetzt die Aufnahmesession für heute beenden. Jetzt habe ich, glaube ich, erstmal für knapp 2 oder 3 Wochen wieder ein bisschen was auf Vorrat, damit ich nicht wieder so alle 3 bis 4 Tage aufnehmen muss. Das ist wunderbar. Und ja, wie gesagt, die 2 Gangverstecke, die werde ich jetzt eben noch abklappern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Aufnahmesession wieder, wenn wir uns dann um den vierten Akt in diesem Spiel kümmern werden. Da freue ich mich schon drauf.
Alles klar, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Denkt bitte daran, Kommentare zu schreiben und natürlich auch Bewertungen abzugeben. Das hilft mir natürlich weiter. Wir sehen uns, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin bleibt mir nur noch eins zu sagen. Tschüssikowski und bis zum nächsten Mal. Tschüss.